Stört die Swan hier? Das haben wir ja jetzt schon gemacht. Aber ich denke mal, dass uns diese... dass uns die dritte Episode hier quasi auch durch die Gegend schicken wird. Und dann werden wir schon so ziemlich alles. Die Flamme des Coders verlicht. Ich konnte nichts benutzen. Ich trage die Flamme mit mir rum. Wow, sieht cool aus. Hier kann ich die wieder entzünden, oder? Ach, hier ist wieder so ein Flammenträger. Was hat er denn sonst noch zu berichten? Ich muss los. Ursprung der Flamme? Am Anfang lehrte der Altehrwürdige die ersten Kodern zu lernen und zu beobachten. Die Geister der Welt zu schützen und zu führen. Geht's jetzt gleich um Quaggan? Oh Gott. Nein, schweigt, kleiner Lehrling. Wie ich schon sagte, einige Kodern führten die Geister des Steins. Andere die Geister des Wassers, der Pflanzen und Vögel und all dessen, was kriecht. So wie Quaggan. Aus Kodas Sicht hatte unser Stamm den Geist des Feuers angenommen. Klein und mickrig wie er war, konnte er nur dahin, wohin die Kodern ihn trugen. So wie Quaggan. So wie Quaggan. Wenn den Geist trugen, wuchs er und wurde schneller. Guck mal, jetzt überall Thron. Er sich selbst und verbreitete sich in der ganzen Welt. Wow, was man da alles für... Brauche ich irgendwas Besonderes davon? Entfesselte Magie? Das ist, glaube ich, hier diese... Beobachtet und lernt, wie er wächst und schneller wird. Ich glaube, das ist diese Währung, die ich brauche. Hier ist auch wieder ein Flammenträger. Und eine Flammenträgerin in Ausbildung ist schon wieder in Quaggan. Ich lerne, das Feuer zu teilen. Okay, wir sind aber jetzt hier angekommen. In der Zuflucht. Hui. Wegmarke tiefste Betrübnis. Kodan Schneeruferin. So, wo kommt ihr her? Die Kodan sind ein uraltes Volk. Meine Vorfahren kamen aus dem hohen Norden, von den Gletscherbergen und dem Meer. Als Jormag sich erhob, fürchteten wir, die Welt habe ihr Gleichgewicht verloren. Unsere Zufluchten, unsere Stadtschiffe hat der Drache in großer Zahl auseinandergetrieben, viele zerstört. Wir Kodan sind hier, um die Welt im Namen Kodas wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Natur sucht immer den Punkt reinster Ausgeglichenheit. Wir sorgen dafür, dass sie ihn findet. Okay. Ihr und die Norn habt ähnliche Glaubensvorstellungen. Findet ihr das nicht interessant? Am Anfang breiteten die Kodan-Stämme sich im ganzen Land aus. Nur die Küste setzte ihren Reisen Grenzen. Und wohin sie auch gingen, brachten sie Gleichgewicht. Sie beobachteten, lernten und jagten, so wie es Kodas Wille war. Die Zeit verging. Alles muss wachsen und alles muss sterben. Nicht einmal der Gletscher bleibt unverändert. Dann kam der Drachensturm. Und er hörte nicht auf, obwohl Jahreszeit um Jahreszeit und Generation vergingen. Unsere Seher, die Stimmen Kodas, sagten, es sei wieder an der Zeit zu warten, beobachten und lernen, aber nicht zu handeln. Mit ihrem dichten weißen Fell waren meine Vorfahren sicher, doch das Warten war nicht leicht. Sie konnten nicht auf die Jagd gehen. In den Hallen der Zuflucht klang das Knurren ihrer Mägen wie das Gebrüll von Bären. Um eure Frage zu beantworten, die ich nicht vergessen habe, werde ich euch eine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte einer Klaue. Er verlor seine Stimme an den Drachensturm und weigerte sich danach, im sicheren Versteck zu bleiben. Er sagte, Fell oder kein Fell, Sturm oder kein Sturm, ein Jäger geht auf die Jagd. Er und einige andere gingen hinaus in den Sturm, um Jagdgründe in den trockenen südlichen Gefilden zu suchen, wo es sanft schneite. Und man hat sie nie wieder gesehen. Wow, ey, das ist irgendwie etwas Schönes, was Witziges, muss ich schon sagen. Die Kodan sind auf jeden Fall alle Erzähler, oder? Die können ja ohne Ende. Aber hier sind wir in der Zuflucht und das gucken wir uns jetzt erstmal genauer an, denn das ist nämlich unser Auftrag. Wir sollen uns mit den Oberhäuptern
Was ist das für ein Weg hier? Sag mal, bin ich jetzt hier, ach lol, das ist ja hier so in den Fels. Guck mal an, ey. Wow, nicht schlecht, ey, nicht schlecht. Immer grüner Horizont. Das Leben prüft. Koda richtet, die Kodan verhandeln. Fremde, seid ihr vertraut mit unseren Flammenschalen? Ich bezweifle, dass ihr begreift, wie wichtig sie sind. Wenn wir die Flammenschalen nicht am Brennen halten, wird die Zuflucht überrannt. Diese Region wird zu einem Zwaniennest und zum Ausgangspunkt für ihren Überfall auf das Herz Tirias. Ich bin mir nicht sicher, ohne die Flamme des Koda, ohne die Flammenschalen werden die Zwanier bis nach Löwenstein und darüber hinausziehen. So wird unsere Zukunft aussehen, wenn wir ihnen hier keinen Riegel vorschieben. Schon gut, ich verstehe. Also, ganz Tiria. Die halten die Bedrohung auf, die sonst ganz Tiria einzufrieren würde. Einfrieren, Beobachtungsposten. Zeit ist kostbar wie Neuschnee. Also wenn es so wie in der letzten Episode ist, wie es halt normal abläuft, dann werden uns diese Geschichtsstränge, die wir hier erleben, mit einem Riss im Eis, die werden uns quasi in jede Ecke schicken. Und das passt auch schon, dass wir zuerst hier sind und hier haben wir einen der Oberhäupter tiefes Wasser. Kehrt jetzt um, geht dahin zurück, woher ihr kamt. Hier gibt es keine Gastfreundschaft. Also puh, das sehen ja sogar Quaggans kleine Augen. Diese Reisende hat sich nicht verirrt. Sie ist auf einer Mission. Ich wollte sie ja nur warnen. Quaggan findet das ja gut. Jemanden das Leben retten. Lobenswert. Aber diese Reisende braucht Hilfe, nicht Rettung. Ich bitte um Entschuldigung. Tiefste Betrübnis heißt euch willkommen. Hier sind überall verdorbene Kreaturen. Ich war nur in Sorge um euer Wohlergehen. Ich weiß eure Sorge zu schätzen. Ich suche seltsame Eisbrut. Habt ihr von welcher gehört, die sich in letzter Zeit verändert hat? Wagen wir es zu erwähnen? Quaggan weiß nicht recht. Was wünscht ihr? Es gab Berichte aus dem bitteren Norden von einer neuen Eisbrutabscheulichkeit. Übler, als man erklären kann. Ja, das ist genau das, was ich suche. Wie komme ich denn dorthin? Gar nicht. Die Gegend dort ist... viel zu kalt. Diejenigen, die ihr zu nahe kamen, sind dahin. Wir wissen nicht, ob es die Kälte war oder die Eisbrut. Es muss doch einen Weg geben, sich vor der Kälte zu schützen, nicht? Sprecht mit Schamanin Mimi. Sie weiß sehr viel Rat. Vielleicht kann sie sagen, was zu tun ist. Hab Dank. Außerdem suche ich Braham Airson. Er soll hier entlang unterwegs sein. Quaggan ist ihm nicht begegnet. Aber Quaggan und Kodan hören sich um. Wenn ihr andere Quaggan oder Kodan seht, sagt ihnen bitte, sie sollen heimkommen. Okay, jetzt haben wir... Hier wird eure Tapferkeit auf die Probe gestellt, Drachentöterin. Schamanen Mimi und sprich... mit ihr finden und mit ihr sprechen. Dann können wir noch ein bisschen hier rumgucken. Da ist Beobachtungsposten, ey. Da hat man auch einen super Ausblick, wenn es jetzt nicht hinfällt. Am Ende finden alle Dinge ihr Gleichgewicht. Alle Dinge finden ihr Gleichgewicht. Genau. Da unten sehen wir ja auch den immergrünen Horizont. Der hat uns das klar gemacht, wie wichtig das ist, was die Kodan hier machen. Beständige Eiszapfen. Schöne Muschel. Ja. Nur mit dem mal reden. Am Ende finden alle Dinge ihr Gleichgewicht. Man sagte mir, die Drachentöterin sei in der Gegend. Wie freundlich, dass ihr dieser alten Kodan etwas von eurer Zeit schenkt. Ich würde gerne etwas über euer Volk und diese Zuflucht erfahren. Ich war viele Jahre lang Oberhaupt dieser Zuflucht, obwohl ich zurücktrat, als meine Zeit um war. Was möchtet ihr gerne wissen? Wie lange ist diese Zuflucht schon hier? Viele Generationen lang, schon seit dem letzten Aufsteigen der Altdrachen. Damals war sie aber viel größer. Das Eis ist weggebrochen und damit die Stütze unter unseren Füßen. Warum? Es ist, wie es ist. Geburt, Leben und schließlich Tod. Alle Dinge sind Sklaven dieses Kreislaufs, von der kleinsten Spinne bis zum größten Berg. Was ist mit den Altdrachen? Folgen auch sie diesem Zyklus?
Wie ihr bewiesen habt, kann ihr Zyklus unterbrochen werden. Seine naturgegebene Länge liegt jenseits unseres Begreifens. Vielleicht ist er so lang wie die Lebenszeit eines Sterns oder gar Tyrias. Gibt es noch weitere Zufluchten hier draußen? Ihr meint jenseits des Grenzlands? Ja, ich vermute schon. Obwohl wir den Kontakt mit ihm vor langer Zeit verloren haben. Mein Volk entschloss sich, südwärts zu ziehen, denn wir spürten, dass sich das Gleichgewicht der Welt verschob. Es war Kodas Wille. Wisst ihr, was das Ungleichgewicht verursacht hat? Als die Altrachen das letzte Mal erwachten, lebte die Mehrheit der Völker Tyrias noch in Hütten und führte Kriege. Nur die Mächtigsten... Ich grüße euch wie der Himmel das Meer. Nur die Mächtigsten wussten, mit Magie umzugehen. Heute ist es nicht mehr so. Wie meint ihr das? Die Elite beanspruchte die Magie für sich. Die Seher, Jotun, Musat und die Wesen aus dem Götterreich, um nur einige zu nennen. Doch die überwiegende Mehrheit besaß keine Macht. Heute ist das anders. Also hat der häufige Einsatz von Magie das Gleichgewicht kippen lassen? Das zeigen Ereignisse wie das Feindfeuer, das große Feuer der Taumona, Tauma Nova und der Angriff auf Löwenstein. Die Kraft, Großes zu tun, eben auch große Zerstörung anzurichten, könnte in jedermanns Hand liegen. Und das macht ganz Tyria instabil. Ihr versteht, wie ich sehe. Je verbreiteter der Einsatz von Magie, desto eher wird jemand das Gleichgewicht stören. Wir sind hier, um es wieder ins Lot zu bringen, wenn das geschieht. Wichtig dafür sind Bündnisse. Krieg wird unser aller Ende sein. So, dann haben wir noch eine letzte Sache. Was sollten wir eurer Meinung nach wegen den Zwanier tun? Bei meinem Volk wird das heftig debattiert. Sie sind wie ein Waldbrand, der den Weg für neues Wachstum frei macht. Was sie tun, geschieht nicht aus Bosheit. Es ist einfach die Rolle, die ihnen im Zyklus zukommt. Und dennoch, wir können nicht einfach dastehen und zusehen, denn auch wir sind ein Teil der Gleichung, ein Teil der Alchemie, die alles im Lot hält. Wir müssen uns wehren, so gut wir können, solange wir können. Oder wir riskieren, dass das Gleichgewicht kippt, nicht wahr? So ist es. Jeder von uns hat eine Rolle zu spielen. Eure Rolle, Drachentüterin, wird sich mit der Zeit verändern. So wie die Rolle eines jeden. Wow, das hat uns auf jeden Fall ein bisschen aufgeklärt. Und hier ist eine Bank. Also das war hier so die Zuflucht, wo man hier quasi alles hat. Hier gibt es auch eine Quackern-Kauffrau, aber... Eine Flammschale, soll ich mir mal einfach wieder eine schnappen und wieder entzünden? So haben wir ja eigentlich gleich unseren Grund alles erkundet hier und dieser Zuflucht. Ich denke mal, ja, jetzt sind wir wieder hier am Anfang, wo wir mit tiefes Wasser gesprochen haben. Und... Wie ich sehe, sollen wir einfach wieder nach unten gehen, oder wie? Oder dann machen wir das doch eigentlich. Oder wollen wir hier ist doch irgendwie... Wollen wir mal hier so runtergehen? Oh ja, viel bringt es nicht, gell? Wir müssen ja irgendwie mit der Schamanin reden, aber wo ist die überhaupt hier? Nicht, dass sie mir wieder zeigen, dass hier eine Wegmarke ist und ich soll die... Ich soll quasi, Portalwege benutzen. Ja, ist ein bisschen schade. Ich kann mit dieser Flamme gar nichts machen. Die kommt bestimmt jetzt bald wieder mit so einem Abschnitt an, wo ich dann erstmal irgendwas freischalten muss. Da komme ich gar nicht umhin, wie noch ein paar von diesen Events hier. Wo soll die jetzt sein, diese Schamanen? Findet die Schamanen? Jetzt bin ich ja wieder hier. Warte mal. Ganz oben ist sie nicht. Sie ist eigentlich auf der Ebene, wo wir uns gerade befinden. Sonst würde halt diese... Wir haben doch mit jedem hier gesprochen. Sonst würde es halt verblassen, was mir grün auf der Karte angezeigt wird. Krodan Schneeruferin. Seid gegrüßt. Die Wärme des Koda heißt euch willkommen. Kann ich irgendwas für euch tun? Danke. Ich würde gerne etwas über die Kodan-Zufluchten erfahren. Als die Drachen das letzte Mal erwachten, sind unsere Vorfahren ins Nordmeer geflüchtet, um ihnen zu entkommen. Als der Sturm des letzten Erwachens endlich ausgestanden war, sahen meine Vorfahren, was Koda ihnen geschenkt hatte. Ja. Große Bereiche der Meere waren zugefroren. So waren schwimmende Eisinseln entstanden. Und die Kodan kletterten hinauf. Lol. Sie hatten nun die Möglichkeit, auf dem Meer zu leben.
Und sie beobachteten und lernten und gingen auf die Jagd. Ich wünschte, ihr hättet unsere Zufluchten gesehen, ehe Jormart sie in alle Winde zerstreute. So majestätisch. Wir erbauten sie auf Eisschollen oder Gletschern, die im eisigen Wasser schwammen. Das ist jetzt unsere Tradition. Hier gibt's ja noch irgendwas, sehe ich gerade. Zusammen Tauschwaren gegen Fesselmagie ist klar, aber hier gibt's ja noch irgendeine unentdeckte Sehenswürdigkeit ganz unten und ein unentdecktes Panorama. Wie viele Panoramas gibt's hier eigentlich? 5. Wir haben ja schon alle Wegmarken gefunden. Eine am Eingang und eine hier in diese Zuflucht. Und wir haben schon 1 von 4 Herzchen. Nur in 1 von den 5 Panoramas, die wir hier entdecken können. Wo soll das denn jetzt sein? Auf jeden Fall gibt's hier noch irgendwas, weil wir haben ja immer noch nicht die Schamanin gefunden, ey. Ach, das ist hier über mir, das ist Ding. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall in echt in alle Richtungen gucken, ey. Und wie soll ich da hochkommen? Gibt's hier irgendwo einen Hüftpilz? Ach, hier geht's ja runter. Das kenne ich noch nicht. Doch? Nee, warte mal, hier bin ich ja vorbeigekommen. Bin hier rausgekommen und dann bin ich direkt zu dem, ja. Och Mann. Tja, irgendwie gibt's ja wohl da einen Weg nach oben. Tja. Bin hier gerade so runtergesegelt. Hier ist da so ein Thermorohr. Das könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen. Weil das zeigt ja mit dem Pfeil nach unten. Vielleicht schießt mich das gerade. Das schießt mich dahin, wo ich hin soll, oder? Ja, sag bloß, ich finde die Schamanin jetzt hier. Aber auf jeden Fall haben wir das Panoramabild. Dann kriegst du dieses Panorama nicht, wenn man die Episode 2 nicht freigeschaltet hat. Also auch gespielt hat, sag ich mal. Was heißt freischalten? Einmal Zuflucht, tiefste Betrübnis. Hilft uns aber nicht, dass wir die Schamanin immer noch suchen. Ich meine, es ist ja schön, dass ich jetzt dieses Panorama habe. Okay. Da oben steht einfach nur einer rum. Jetzt kann ich hier auf diesem Dach rumklettern. Was ist das für einer? Habt ihr Quaggan gesehen, die Papyrusschriftrollen bei sich tragen? Quaggan wartet hier schon einige Zeit, aber die anderen Quaggan sind nicht gekommen. Okay. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo die ist, die Schamanin. Schamanin Mimi, die ist halt nicht hier oben. Irgendwie, ja, vielleicht habe ich das irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Keine Ahnung, aber ich habe mal nachgeguckt, wo die sein soll. Die ist irgendwie hier unter Wasser. Oh Gott, da ist sie ja. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen besser zuhören. Oh Mann. Da ist ja unsere Schamanin. Und hier haben wir auch unsere Sehenswürdigkeit jetzt bekommen, ja. Gulupa-Tiefen. Ja. Ah, Quaggan ist Schamanin von Melagan. Quaggan kennt euch. Eure Legende ist weit gereist. Seid ihr hier, um Jormark zu töten? Erst muss ich einen von Jormarks Dienern finden. Einen kraftvollen, der nicht so ist wie die anderen, die wir kennen. Und ihr habt gehört, dass es in den kältesten Breiten der Zittergipfel einen gibt. Ja, Quaggan sieht schon, das stimmt. Quaggan kann euch helfen, aber nur indirekt. Ihr werdet sterben, wenn ihr ohne Schutz dort hinaufsteigt. In Quaggans nächtlichen Geisterwanderungen hat Quaggan Swanier gesehen, die durch bitterste Kälte reisen, weil sie sich magischen Schutzes bedienen. Klingt wie das, was ich brauche. Wo finde ich so etwas? Ihr habt einen langen Weg vor euch. Zuerst müsst ihr zum großen Swanier-Stützpunkt und mit ihnen sprechen. Sie wissen Bescheid. Mit den Swanier sprechen? Ist das ein Witz? Lol. Sie werden nur mit euch sprechen, wenn sie euch für ihresgleichen halten. Ihr seid schlau. Quaggan glaubt an euch. Verstehe. Ich denke, ich weiß, wie sich das umgehen lässt. Melagan wache über euch und behüte euch, Schamanen.
Wow, Kreise ins Bitterfrostkant, Grenzland abgeschlossen. Wieder mal ein stolzer Moment. Findet den Zwanierbau. Das hören wir uns mal gucken, ob sie noch was zu sagen hätte. Quaggan heißt euch im Dorf willkommen. Sehr schön. Sehr schön. Gibt's noch einen Turner? Quaggan mag euch. Quaggan könnt euch die ganze Zeit knuddeln. Hier, nehmt diesen Schlüssel und wartet dort auf Quaggan. Ihr werdet es nicht bereuen? Was? Aha. Was hast du denn das Gleiche? Schöne Muschel. Okay, die sind auf jeden Fall ein bisschen komisch am Start hier, oder? Die Quaggan. Aber die haben sich direkt unter der Kodan-Zuflucht haben sie sich hier zu Hause erschaffen, da wo halt diese Anker von dem Schiff drinnen stecken und ja. Sieht auf jeden Fall, muss ich schon sagen. Ja, ich hab's ja schon gezeigt. Ich hab ja ab dann beim Aufräumen, beim Händler, was hab ich denn hier wieder drin? Mir. Ja, irgendwas zum Einlagern wieder. Und wieder ein eins von den, also nur eins, nur eins. Hier, man braucht für die Zwanenverkleidung einen Helm, einen Brustteil und einen Beinteil. Und irgendwie fehlt mir noch eins. Und dann könnten wir uns mit den Zwanier als ein Zwanier ausgeben und dann mit den Zwanier in Kontakt treten mit dem nächsten Kapitel im Eis eingefroren. Die anscheinend über irgendeine Magie verfügen und so sich auch gegen die bitterste Kälte zu schützen wissen. Leute, das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, weil das ging auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Manchmal habe ich nicht aufgenommen, ich glaube so insgesamt aber auch nur 5 Minuten oder so. Also die meiste Zeit seid ihr dabei gewesen, wo ich durch die Gegend gehüpft bin, ey. Und dann habe ich halt geguckt, wo ist, soll denn diese Schamanin überhaupt sein? Wo sollen die sein? Ja, irgendwie habe ich nicht mitbekommen, dass es anscheinend eine Quaggan-Schamanin ist und dass die Quaggan hier unten drunter hier auch hier zu Hause haben. Ja, irgendwie habe ich das wohl nicht mitbekommen. Egal. Bis dann. Einfach abschütteln.